schick, Leute. Prost. Herzlich willkommen zum Supplement-Video. Freunde, braucht man diese Dinge? Protein, braucht man Kreatin, braucht man überhaupt die ganzen Supplements? Das ist definitiv die Frage oder die meisten Fragen, die ich bekomme. Brauche ich Whey-Protein? Wie viel Whey-Protein soll ich trinken? Brauche ich Kreatin? Brauche ich das? Deswegen werde ich in dem Video erstens über Supplemente reden. Braucht ihr das? Was braucht ihr? Ist es notwendig? Welche Supplemente helfen euch wirklich was? Sprich, welche sollt ihr zu euch nehmen? Und bei welchen könnt ihr auch sparen und solltet meiner Meinung nach sie nicht nehmen, beziehungsweise es ist nicht notwendig, sie zu nehmen. Am Anfang möchte ich in dem Video unbedingt was sagen. Ich bin der letzte Mensch, Leute, der euch auf YouTube oder generell irgendwas verkauft, dass ihr einfach Geld ausgibt und was euch nichts bringt. Das will ich nicht. Das war noch nie mein Ziel. Jeder, der mich verfolgt, der weiß, dass ich da wirklich korrekt bin. Und in Bezug auf Supplemente, denke ich, habe ich eine wirklich, wirklich Top-Meinung, kann Top-Produkte empfehlen. Aber würde ich niemals irgendetwas andrehen oder zeigen wollen, was euch nichts bringt und wo ihr nur Geld ausgibt. Da bin ich ein absoluter Gegner davon. Und deshalb hier jetzt kurz mein Statement. Supplemente, Leute, sind ein Mini-Teil von eurem Erfolg. Es gibt Supplemente, die bringen euch wirklich weiter, die sind gut, aber Leute, und das ist der absolut wichtige Punkt, bevor ihr Geld für Supplemente ausgebt, bevor ihr Whey-Protein trinkt, bevor ihr Kreatin kauft etc., muss eure Ernährung und euer Training passen, Leute. Das ist das aller Wichtigste. Ihr werdet nicht Muskulatur aufbauen oder Fett verlieren können, wenn ihr keine Ahnung von Ernährung habt, Leute. Ihr braucht einen Ernährungsplan, ihr müsst wissen, wie viel Kalorien ihr esst, Kalorienüberschuss oder Defizit, wie viel Makros ihr esst, so viel Kohlenhydrate, Proteine, Fette, Wasser zu euch und welche Lebensmittel, das ist enorm wichtig. Das muss am Anfang mal passen. Genauso euer Training, Leute. Welchen Trainingssplit trainiert ihr? Macht ihr einen Dreier-, Zweier-Split? Wie ist euer Trainingsfrequenz? Wie oft trainiert ihr jeden Muskel in der Woche? Was für Übungen macht ihr, Leute? Progression. Steigert ihr euch? Könnt ihr euren Muskelreiz erhöhen? Das alles sind Dinge, die ihr als erstes hundertprozentig machen müsst, Leute. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist auch gleichzeitig die Antwort auf viele Fragen, ob ihr das und das nehmen sollt. Zuerst, Leute, investiert unbedingt in euer komplettes Wissen, in einen Ernährungsplan, Trainingsplan. Ich habe nicht umsonst ein halbes Jahr zum Beispiel an einem Programm gearbeitet, wo ihr alle Pläne habt, wo ihr das ganze Wissen habt, weil das würde ich ein enormes Stück weiterbringen, Leute. Und erst wenn ihr darin mal investiert habt, dann denkt doch über Supplemente nach. Sprich, meine Meinung ist, bevor ihr für 20 Euro jetzt ein Whey-Protein kauft, Leute, gebt mal das Geld aus für euer Wissen, für einen Trainingsplan, Ernährungsplan, weil so werdet ihr Erfolge haben und wenn das passt, dann könnt ihr auch in wichtige und gute Supplemente investieren. Und erst wenn ihr das habt, alles versteht, Kaloriendefizit, Überschuss, Kalorienbilanz, Makroverteilung, Mealtiming, Training mit Split, Frequenz, Übungen, Progression, Grundübungen, dann investiert auf Supplemente. Und es gibt einige Supplemente, die ich sehr, sehr wichtig finde, die ich sehr gut finde, die einem wirklich auch was bringen, wie zum Beispiel Kreatin, was ich dann gleich erzähle. Und zu guter Letzt muss man sagen, Leute, das alles macht doch einfach enorm Spaß. Es bereichert unseren Sport, es ist geil, sich damit zu beschäftigen. Spaß ist für mich einer der wichtigsten Dinge. Wenn ein Sport oder eine Sache wirklich Spaß macht im Leben, dann ist man viel, viel besser, weil man automatisch motivierter ist, man investiert mehr Zeit, man gibt mehr Gas und deshalb finde ich Supplemente auch wegen dem Spaßfaktor einen sehr wichtigen Punkt. Nehmt euch das zu Herzen, Leute, bevor wir jetzt die wichtigen Supplemente durchsprechen, dass ihr auch wisst, was ihr nehmen sollt etc., gibt es noch ein riesen Gewinnspiel und das machen wir jetzt, Leute. Mein Geschenk an euch, 1000 Euro Supplemente. Und zwar habe ich als Geschenk zu euch gesagt, Leute, jeder, der sich bis 1. Juli entweder Shredded Kitchen oder Fit & Shredded geholt hat, der nimmt automatisch teil, Leute, und ich verschenke 1000 Euro Supplemente. Wir werden das auf 10 Leute aufteilen, also 10 Leute von euch bekommen jeweils 100 Euro Supplemente. Das ist eine enorme Arbeit, Leute, die ganzen Pakete zu machen, das auszurechnen, zur Post zu bringen etc. Aber das wollte ich euch einfach noch zusätzlich schenken. Und bezüglich Fit & Shredded, Leute, das habe ich vorher gemeint. Trainingsplan, Ernährungsplan, Supplementplan, das ganze Hintergrundwissen, wie alles funktioniert. In sowas würde ich an eurer Stelle unbedingt investieren, Leute. Das bringt euch ein ganzes Stück weiter. Supplemente ist dann erst der zweite Teil, was danach kommt. Und jetzt werden die Pakete gemacht. Hier haben wir einmal ein T-Shirt, Leute, 2,3 Kilo Whey Protein. Hier haben wir auch 2,3. Hier haben wir einen Booster, Leute, Black Blood. Hier haben wir wieder 1 Kilo Whey Protein Limited Edition. Ja, die habe ich noch gar nicht probiert. Das ist von Ulysses, 2,3 Kilo. Das ist Arginin für den Pump, ein bisschen Shaker, alles mögliche. Ich will euch geben, mir bedeutet diese Community ihr so verdammt viel. Das wird noch so groß. Wir haben dieses Jahr alleine noch so viel vor. Das nächste Programm, Leute, Lina Massive. Noch viele, viele Dinge, Leute. Und ich mache das einfach, um diese Community, um euch einfach etwas zurückzugeben. Genug gequatscht, Leute. Jetzt geht's ab ins Gym. Und da beginnen wir schon mit dem ersten Supplement. Und zwar Trainingsbooster. Musik.
Booster am Start, Leute. Und zwar habe ich einen stinknormalen Booster genommen, der hat 400 Milligramm Koffein eine Portion. Das ist viel zu viel, meiner Meinung nach. Ich habe nur die Hälfte genommen, sprich 200 Milligramm. Und ich würde auch euch sagen, dass 200 bis 250 Milligramm das absolute Maximum ist. Wenn ihr sogar noch weniger wiegt, Leute, würde ich euch sogar eigentlich noch weniger Koffein empfehlen. Plus, ich habe dazu gegeben ein bisschen Citrullin, das habe ich euch schon mal gezeigt, Leute. Das pusht euch nicht, das ist kein Booster, ihr seid ja nicht irgendwie besser drauf, sondern das ist einfach nochmal für die Durchblutung. Sprich, es kommt mehr Blut in den Muskel, Leute, und ihr habt einfach einen besseren Pump. Kurz die Frage zu Booster, ob sowas überhaupt wichtig ist. Überhaupt nicht. Ihr werdet dadurch 0,0 mehr Muskulatur aufbauen etc. Aber Koffein ist definitiv für mich ein Supplement, was enorm wertvoll ist vorm Training, weil man einfach vielleicht besser drauf ist, weil man ein bisschen gepushter ist, ein bisschen munterer und sich einfach besser aufs Training fokussieren kann. Also ich persönlich trainiere immer mit ein bisschen Koffein. Sprich, ich kann euch empfehlen, entweder ihr trainiert ohne Koffein vor dem Training oder ihr nehmt pures Koffein, das gibt es auch irgendwie so als Supplement, oder ihr trinkt wie einen Espresso oder einen doppelten Espresso, oder ihr nehmt einen Booster. In einem Booster, Leute, habt ihr natürlich auch noch andere Sachen drin, wie zum Beispiel Citrullin, Aminosäuren etc. Meistens ist einfach Koffein drin, Leute, und ein paar Aminosäuren, damit ihr einen besseren Pump habt. Aber übertreibt nicht mit der Koffeinmenge, nehmt ihr nicht zu viel, das ist Bullshit, und sonst finde ich das aber eine sehr, sehr coole Sache. Auch Citrullin, dann habt ihr einen geilen Pump, so dass die Chest im Training platzt, Leute. So, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare, auf geht's ins Training. Alles fit. Nächstes Supplement, was hier ganz vorne im Supplement-Ratgeber steht und für mich wirklich das vielleicht wichtigste, beziehungsweise das Supplement, was wirklich eine Wirkung hat, Leute, und für mich einfach unersetzbar ist, Kreatin. Was ist Kreatin und wieso stehe ich so sehr hinter Kreatin und würde das wirklich eigentlich jedem empfehlen, der Kraftsport macht? Kreatin kommt in unserer natürlichen Ernährung vor, Leute, vor allem in Fleisch und Fisch. Kreatin wird in unserer Muskulatur gespeichert als Kreatinphosphat und ist dort vor allem für die Energiebereitstellung der Muskelfasern zuständig. Was macht Kreatin und wieso ist das so wichtig, Leute? Wenn ihr pro Tag so circa zwischen 3 und 5 Gramm Kreatin konsumiert, erhöht sich ganz einfach die körperliche Leistungsfähigkeit bei hochintensivem Training. Und wenn wir Krafttraining machen, ist das hochintensives Training. Die Leistung steigt, das bedeutet, wir werden durch Kreatin einfach ein bisschen mehr Kraft haben. Und was bedeutet Kraft? Wenn ihr die Ernährung gut macht, wirklich optimal macht und euer Training optimal macht, ja, und durch Kreatin vielleicht ein bisschen mehr Kraft bekommt, könnt ihr natürlich mehr Muskulatur aufbauen, Leute. Progression, sprich dem Muskel immer einen neuen Reiz geben, Stärke werden etc. Progression, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt in Bezug auf Muskelaufbau. Die wichtigsten Sachen zur Einnahme, was ich euch empfehlen kann, Leute, nehmt pro Tag 3 bis 5 Gramm Kreatin. Egal wann ihr es nehmt, Leute, egal wie ihr es nehmt. Ich nehme es zum Beispiel meistens in der Früh oder ich hause meinen Shake nach dem Training oder ich hause meinen Booster etc. Scheißegal, Leute. 3 bis 5 Gramm jeden Tag. Egal wann, Leute, egal womit, egal ob es mit Wasser trinkt, mit Fruchtzucker. Früher war der Mythos, du musst irgendwie Zucker dabei haben, dass du Kreatin überhaupt aufnehmen kannst, deswegen misch es in einen Saft. Bullshit, Leute. Nehmt 3 bis 5 Gramm Kreatin jeden Tag, egal wann und egal womit. Der nächste Mythos, der da herrscht, Leute, dass ihr so Aufladephasen macht oder eine Kreatinkur macht, eine Zeit lang Kreatin nehmt, ja, und dann kein Kreatin mehr nehmt, weil der Körper sich angeblich daran gewöhnt, und dann nehmt ihr wieder Kreatin und am Anfang nehmt ihr mehr, um aufzuladen, und dann immer weniger. Bullshit. Ich nehme es seit 3 Jahren, habe keinen einzigen Tag ausgelassen, und das kann ich euch auch empfehlen. Und fast die meiste Frage, die ich zu Kreatin bekomme, wenn man definieren will, wenn man shredden will, soll man kein Kreatin nehmen, weil es ja Wasser unter der Haut einlagert und man damit sozusagen fett oder schwammig aussieht. Bullshit. Wieso das alle denken ist, Leute, weil Kreatin Wasser in eurem Körper einlagert. Das Ding ist nur, Kreatin lagert Wasser in eure Muskulatur ein und nicht unter die Haut. Das bedeutet, ihr werdet weder schwammig noch fett aussehen. Das bedeutet, auch wenn ihr definiert, wenn ihr shredded sein wollt, wenn ihr wenig Fett habt, Leute, es hat nichts damit zu tun. Ihr könnt jederzeit bzw. durchgehend Kreatin nehmen. Kreatin lagert Wasser in die Muskulatur ein. Aufgrund des Wassers werdet ihr ein bisschen Gewicht zulegen, ihr werdet stärker werden, und das ist der Sinn der Sache von Kreatin. Um es auf den Punkt zu bringen, für mich eigentlich wirklich das beste Supplement aus dem Grund, weil es wirklich eine Wirkung hat, Leute. Es hat eine enorm wichtige Wirkung, und zwar werdet ihr einfach durch Kreatin ein bisschen stärker. Was wiederum bei richtigem Training und Ernährung bedeutet, dass ihr mehr Muskulatur aufbauen könnt, und deshalb ist es so ein verdammt wertvolles Supplement. Wenn ihr noch Fragen zu Kreatin oder anderen Supplementen habt, Leute, und ich bin für euch da. Nächstes Supplement, Leute,
Whey Protein. Ziemlich sicher das Supplement, was am meisten Leute zu sich nehmen, einfach Proteinpulver und dazu jetzt was. Proteinpulver, Whey Protein, Leute, braucht ihr unbedingt Proteinpulver? Braucht ihr Whey Protein, um Muskulatur aufzubauen oder um eure Ziele zu erreichen? Und die Antwort ist ganz klar nein. Ich habe das sehr gut im Supplementratgeber geschrieben, Leute. Und zwar, dass es einfach nicht unbedingt notwendig ist, Proteinpulver zu euch zu nehmen, denn Protein könnt ihr auch ganz normal über eure Nahrung aufnehmen. Ob ihr jetzt ein Stück Hähnchenbrust esst oder einen Magerquark, ja, oder Whey Protein, das wird bei euch nicht keinen Unterschied des Erfolges machen. Ihr könnt das gut über die Ernährung aufnehmen, aber es ist ganz klar gesagt, vor allem wenn ihr Fett verlieren wollt, abnehmen wollt, ist der Proteinbedarf schon recht hoch. Das bedeutet, man muss eine gewisse Anzahl an Protein zu sich nehmen. In einer Diät natürlich mehr als im Aufbau, ja. Wenn ihr abnimmt, Leute, braucht ihr mehr Eiweiß, mehr Protein. Das Ganze dient als Muskelschutz, habe ich schon oft erklärt, ist auch im Programm erklärt. Zusätzlich sollte das Protein auch schön über den Tag verteilt sein. Ihr solltet nicht die ganze Proteinmenge, die ihr am Tag zu euch nehmt, jetzt irgendwie nur am Abend oder nur in der Früh essen, schön am Tag aufgeteilt, Leute. Und Proteinpulver, also Whey Protein, ist für mich deshalb einfach extrem gut im Alltag, Leute, weil ihr hier einfach eine Top Proteinquelle habt, die ihr jederzeit zu euch nehmen könnt. Zum Beispiel nach dem Training, Leute, wenn ihr jetzt erst in einer Stunde, in eineinhalb Stunden esst, ist das nicht wirklich optimal. Ihr solltet eurem Körper Protein zuführen. Habt ihr jetzt im Gym irgendwie einen Magerquark oder ein Hähnchen mit? Nein, aber einen Shake, easy. Genauso in der Schule, Arbeit etc. Man kann wirklich überall einfach einen Proteinshake trinken und hat ja eine Top Proteinquelle und deshalb finde ich das so wichtig. Plus, es ist einfach reines Eiweiß, ja, wenn ihr jetzt einen Magerquark mit irgendwas habt, habt ihr auch Kohlenhydrate dabei etc. Es ist einfach pures Whey, es schmeckt einfach geil, Leute, es ist geil, man kann damit auch so viel backen etc., Leute. In Shredded Kitchen haben wir so geile Rezepte, die natürlich auch mit Proteinpulver sind und deshalb finde ich Proteinpulver einfach top. Ich persönlich trinke am Tag so ein bis zwei Shakes, meistens zum Beispiel nach dem Training, wenn ich jetzt erst später esse oder auch als erste Mahlzeit in einer Diät, ja, wenn ich auch aufstehe, erste Mahlzeit ist eigentlich immer meistens ein Whey-Shake. Nächste Supplements, Leute, etwas sehr, sehr Wichtiges und zwar Vitamine. Ich habe einmal Zink, Leute, ich habe einmal Vitamin D3 hier, dann habe ich einmal Vitamin C und Omega-3, was für mich auch neben Kreatin, Leute, eines der wichtigsten Supplemente ist, aus dem Grund, weil man es mit der Nahrung nicht komplett ersetzen kann, im Normalfall, Leute, außer man würde jetzt jeden Tag Fisch essen etc., aber im Normalfall kommen Omega-3-Fettsäuren ein bisschen zu kurz, Leute. Ich habe dazu ein eigenes Kapitel, check das mal ab. Und zwar ist das auf Seite, wenn ihr zu den Makronährstoffen geht, Leute, Seite 35, habt ihr hier die Fette, lest euch das gut durch. Wir haben auch hier wirklich dann Beispiele, Leute, für gesättigte Fettsäuren, einfach ungesättigte und mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Ich musste mein Shirt wechseln, weil es so heiß ist. Erstens mal Vitamin D kann ich euch extrem empfehlen. Im Sommer braucht es nicht unbedingt, wenn ihr sehr viel an der Sonne seid, aber im Winter auf jeden Fall ein Muss. Normalerweise müsste man einen Bluttest machen, Leute, die Fit and Shredded haben, wissen das, da steht drin, um herauszufinden, ob ihr einen Vitamin D-Mangel habt oder nicht. Aber Real Talk, Leute, ich persönlich habe auch noch nie einen Bluttest gemacht und ich kann euch auch einfach empfehlen, im Winter Vitamin D3 zu nehmen. Hat extrem viele Vorteile, könnt ihr mal googeln, Leute, und es ist vor allem einfach fürs Immunsystem enorm wichtig. Nächstes Supplement, was ich sehr empfehlen kann, Leute, Zink. Normalerweise sollte man eigentlich genügend Zink über die Nahrung aufnehmen, aber vor allem, wenn man Sportler ist, Leute, wenn man viel schwitzt, ist eine Supplementierung oft hilfreich. Was macht Zink, Leute? Zink ist vor allem zusammen mit Vitamin C, ja, sehr daran beteiligt, dass euer Immunsystem gut funktioniert. Zink hat natürlich noch ganz andere positive Eigenschaften, Leute, Hormonbildung, Wundheilung, ja, deswegen auch ich früher, ich hatte schlechte Haut, Akne und da Zink mir auch ein bisschen geholfen, so das Hautbild zu verbessern. Finde ich sehr, sehr wichtig. Wenn man einen Mangel hat, ist man oft müde und irgendwie antriebsschwach. Kann ich empfehlen, ich nehme 25 Milligramm einfach jeden Tag. Wichtig, bevor ihr Zink nehmt, auf jeden Fall was essen, nicht auf nüchternen Magen nehmen, weil sonst kann es sein, dass euch ein bisschen übel wird. Vitamin C, Leute, nehme ich jetzt gerade nicht, weil ich das einfach extrem viel über die Nahrung aufnehme. Also wenn ihr viel Gemüse esst, Leute, ich esse sehr viel Gemüse, ich esse auf 1 bis 2 Kilo Gemüse jeden Tag, zum Beispiel Brokkoli, Tomaten etc., dann braucht ihr eigentlich kein Vitamin C mehr zusätzlich supplementieren. Wenn jetzt aber nicht viele Lebensmittel esst, die Vitamin C enthalten, würde ich es euch auf jeden Fall empfehlen. Vor allem, Leute, Vitamin C ist ein wasserlösliches Vitamin und wenn ihr dann ein bisschen mehr Vitamin C zu euch nehmt, als ihr eigentlich aufnehmen könnt, Leute, dann pisst ihr, soll ich das so sagen? Dann scheidet ihr das einfach über den Urin aus und fertig. Aber sonst kann ich empfehlen, Leute, ihr wisst, 500 Gramm Gemüse jeden Tag mindestens und 250 Gramm Obst
am Tag. Darauf achtet, Leute. Und jetzt für mich so circa das Wichtigste von den ganzen Dingen hier, Omega 3. Was ist Omega 3, Leute? Eine ganz kurze Erklärung, ohne bestimmte Fettsäuren. Und zwar Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren, die zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren zählen, können wir nicht überleben. Das bedeutet, sie sind essentiell lebensnotwendig. Beispiele dafür sind zum Beispiel Lachs, Leute, ja, fettiger Fisch, Leinsamen, Walnüsse, alles mögliche. Sprich, wir brauchen sie wirklich zum Überleben. Sie sind essentiell und sie haben einfach unzählige positive Eigenschaften. Das heißt, positive Eigenschaften auf die Blutfettwerte, Leute. Sie haben entzündungshemmende Wirkungen. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, gebt Bescheid oder schaut ins Buch, Leute, ins Programm oder googelt einfach. Da ist sehr viel zu finden. Auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, unbedingt Omega-3 zu supplementieren, weil durch die heutige Ernährung, ja, wir viel zu wenig Omega-3-Fettsäuren im Normalfall zu uns nehmen. Das war's grob mit den Vitaminen, Freunde. Natürlich gibt es noch viele, viele andere Vitamine. Es gibt Mineralien etc. Aber das finde ich das Wichtigste. Übrigens voll, das habe ich vergessen. Vitamin K2 kann ich auch extrem empfehlen. Haben wir auch da drin. Aber auch hier ist wieder ganz klar gesagt, Ernährung, vor allem hier, ja, Ernährung, das Allerwichtigste. Das muss passen, Leute. Und das ist dann einfach ein kleiner Zusatz, der aber, wie zum Beispiel bei Omega 3, meiner Meinung nach, oder Vitamin D genauso, sehr wichtig ist. So Leute, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt in Bezug auf Supplemente. Denn wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich finde es enorm wichtig, dass das Ganze Spaß macht, ja. Und in dem Bezug gibt es noch viele Dinge, Leute. Erstens, es gibt geile Proteinriegel. Schmecken einfach lecker, Leute. Vor allem Zero Bars von Biotech, finde ich, schmecken einfach wie geile Schokoriegel, die aber 20 Gramm Protein haben, fast kein Fett haben. Und das Fett, was sie haben, ist sehr gutes Fett, und zwar Kokosöl. Und wenig Carbs haben, ja. Oder einen Mug-Cake, Leute. Natürlich kann man sich das auch selbst machen, wie in Shredded Kitchen, Leute. Mug-Cake, Pancakes. Aber es gibt auch einfach so Pulverdinger, die man in die Mikrowelle haut, und man hat einfach gern Proteinkuchen. Und ob ihr sowas braucht, ist auch wieder ganz klar die Sache, nein. Aber es macht einfach Spaß, Leute. Das kann euch in einer Diät helfen. Hier habt ihr einfach einen Schokoriegel, ja. Wie zum Beispiel auch bei Shredded Kitchen. Hammer, leckere, geile Rezepte, die euch einfach extrem dabei helfen, mit Spaß einfach abzunehmen. Und solche Riegel und so, die haben einfach auch dasselbe Prinzip. Von den Sachen gibt es hunderttausende Dinge, von Chips über Nutella, über alles mögliche in Fitness gerechter Variante. Es macht Spaß, Leute. Ich esse es auch oft und es kann in einer Diät genauso wie geile Rezepte einfach helfen. Bezüglich Jugendliche, Leute. Wenn ihr jugendlich seid, ob ihr zum Beispiel Kreatin nehmen könnt. Meine Meinung ist ganz klar, ja, Leute. Da gibt es keine negativen Auswirkungen. Aber wenn ihr jetzt jugendlich seid, Leute, macht mal, wie gesagt, Training und Ernährung, Leute. Training und Ernährung, Training und Ernährung. Das muss mal passen. Wenn ihr Geld ausgibt, dann investiert auch darin. Investiert in ein Top-Programm, Trainingsplan, Ernährungsplan etc. Und im zweiten Schritt könnt ihr euch auch Supplemente holen. Welche Supplemente ich nehme? Ich nehme das alles, Leute. Kreatin, diese Vitamine, Whey Protein, ich nehme auch so ein Spaßzeug, sowas. Ich nehme Citrullin vorm Training, ich nehme Booster. Ich habe das eigentlich in dem Video eigentlich alles gesagt. Proteinisolat oder Proteinkonzentrat? Das ist eine geile Frage. Real Talk, Leute, es wird 0,0 Unterschied machen in eurem Erfolg. Es wird euren Körper null verändern, ob ihr jetzt ein Isolat nehmt oder ein Konzentrat. Das Allerwichtigste ist eure Kalorienbilanz am Ende des Tages, eure Verteilung der Makros, ja, und dann noch viel, viel mehr in Bezug auf Trainingsplan, Progression etc. Das ist mal das Allerwichtigste. Und deshalb werdet ihr eure Folge haben. Ob ihr jetzt ein Isolat nehmt oder ein Konzentrat, wo das Isolat vielleicht ein bisschen weniger Fett hat, um 1 Gramm pro Shake oder 1 Gramm weniger Kohlenhydrate pro Shake, ich weiß es jetzt nicht genau, ist scheiße. Egal. Weight Gainer für Masseaufbau. Wenn ihr aufbauen wollt, braucht ihr einen Kalorienüberschuss und müsst einfach wirklich viel essen. Ich würde euch empfehlen, das mit wirklich Lebensmitteln zu machen, Leute. Haferflocken, Nudeln, Reis, alles mögliche. Bald kommt Lean & Massive, dann kommt so geiler Content auch von mir bezüglich Masseaufbau, Muskelaufbau. Ja, aber klug, also sauber und fettfrei. Ich würde auf jeden Fall so arbeiten, wenn ihr das nicht schafft, dann kann ein Weight Gainer gut sein. Weight Gainer ist einfach Kohlenhydrate und Eiweiß und das könnt ihr einfach zusätzlich nehmen. Aber ein Weight Gainer bringt euch nichts, wenn ihr am Ende des Tages keinen leichten Kalorienüberschuss habt und nicht eure Makros gut einhaltet. Das ist das aller Wichtigste. Lean & Massive 2.0 kommt und das wird sowieso, also dieses Programm, Leute, Lean & Massive wird das komplett nächste Level für alle von uns. Das war's mit dem Video, Freunde. Mal was Theoretisches und bitte denkt am Ende nochmal an folgende Dinge. Damit ihr Erfolg habt, Leute, Supplemente, ein ganz kleiner Teil. Davor gehört mal Training und Ernährung. Das bedeutet, investiert auch mal daran. Holt euch ein Top-Programm, Leute. Trainingsplan, Ernährungsplan, das ganze Hintergrundwissen. Ich habe euch das alles in dem Video gesagt. Das würde ich mal als ersten Schritt machen und als zweiten Schritt
wichtige und gute Supplemente, die ich in dem Video, denke ich, sehr gut beschrieben habe und die ich auch euch empfehlen kann. Und wenn ihr euch Supplemente holt, Leute, habe ich etwas für euch. Und zwar haben wir jetzt eine Kooperation, Leute, mit Biotech USA und Supplify. Supplify ist für mich ein Hammer Supplement Shop in Deutschland, der auch alle Marken hat etc. Und wir haben jetzt eine Kooperation, damit ihr da auch was günstiger bekommt. Und zwar mit dem Code DAVID10 bekommt ihr im ganzen Shop, egal was ihr euch da holt etc., bekommt ihr 10% Rabatt, Leute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin gespannt, wie ihr das Video fandet. Ciao.